Stefan Krämer und der KFC Uerdingen auf der Suche nach den ersten Saisonpunkten. Mit 8 Neuzugängen in der Startformation sollte es nach 2 Niederlagen was werden für sein Team. Sie waren zu Gast beim FC Hansa Rostock. Jens Hertel wollte mit seiner Mannschaft nach der Niederlage in Saarbrücken wieder in die Spur finden. Und Hansa im ersten Durchgang, die deutlich aktivere Mannschaft. Der KFC erstmal nur um gute Defensive bemüht. Aber selten war mal so viel Platz wie hier für Bahn im Duell mit Gerd Weines. Nach 23 Minuten ein erster richtiger Aufreger. Hansa hätte gerne den Strafstoß bekommen. Und ja, der wäre nach diesem Rempler des litauischen Nationalspielers gegen den Neuzugang aus Halle durchaus auch vertretbar gewesen. Glück für Uerdingen, das gegen sein Team defensiv über weite Strecken gut stand, aber offensiv überhaupt nicht an der Partie teilnahm. Wenn es gefährlich wurde, dann nur vorm Tor von Königshofer. 28. Minute, Kopfball, Rosbach am Tor vorbei. Rostock arbeitete am zweiten Heimsieg der Saison, aber so richtig mit viel Dampf ging es selten nach vorn. Wir sind schon kurz vor der Pause. Dann mal Litka. Der rückt in die Startformation rein und ließ diese gute Gelegenheit liegen. Kurz vor der Pause der ehemalige KFC-Spieler mit der besten Chance in Durchgang 1. Der rechte Fuß allerdings sein schwächerer. So konnte Stefan Krämer mit dem 0:0 zur Pause besser leben. Der Plan des Chefcoaches ging bis hierhin auf. Durchgang 2. Es wurde fußballerisch richtig furchtbar. Wir sind schon in Minute 73. Hansa mit Innenverteidiger Riedel. Das war bis dahin das Gefährlichste in Abschnitt Nummer 2. Der KFC blieb seiner Linie treu, gut verteidigen. Und Hansa fiel kaum noch etwas ein. Erst in der Schlussphase wurde es noch mal ein bisschen gefährlicher. Breyer beim Heimsieg gegen Duisburg mit einem Doppelpack gegen den KFC, aber weitestgehend abgemeldet. Aber nochmal Rostock. Sie waren näher dran am Sieg. Bahn. Neiter, die Flanke nicht schlecht und der Kopfball von Breyer auch, aber Königshofer zur Stelle. Zum ersten Mal der Keeper im Spiel überhaupt ernsthaft gefordert. Minute 82 war das und das war dann nicht nur die beste Chance des Spiels, sondern auch die letzte der Partie am Ende. Ein trostloses 0:0 und für Jens Hertel nach zu wenig Aufwand auch zu wenig Ertrag. Du musst dann aus diesen Situationen halt Tore machen und das ist uns heute nicht gelungen. Deswegen sind wir am Ende jetzt schon noch nicht ganz unzufrieden, dass wir zumindest die Null hinten gehalten haben. Das erste Mal in dieser Saison und dann eben auch erstmal den Punkt mitnehmen, auch wenn der unterm Strich für mich gefühlt zu wenig war für das, was wir investiert haben. Aber unterm Strich haben wir eben auch noch zu viele Fehler gemacht. Es war jetzt kein Spiel, wo ich nachts für aufstehen würde, aber ich glaube, dass es ein intensives Spiel war und für beide, glaube ich, ein verdienter Punkt. Der KFC jetzt zwar mit neuem Vereins-Negativrekord in der dritten Liga seit 13 Partien sieglos, aber mit diesem ersten Saisonpunkt kann Stefan Krämer mit seiner Mannschaft viel besser leben als der FC Hansa Rostock. Alle Spiele der dritten Liga live, nur bei Magenta Sport.